Kayvan Sufisyavaş im Gespräch mit Heiko Schrank. Wir haben es schon mal erlebt, dass Regierungen in Deutschland totalen Quatsch von sich geben und das Volk folgt ihnen, bis nichts mehr geht. Hospitäler, wie in Ramstein amerikanisch, ausgebaut werden auf 5000 Betten, also zu einem Lazarett werden, dann kann man das nicht mehr fehldeuten. Und wenn Frau von der Leyen sagt, wir müssen aufpassen, wir sind kriegsmüde, da bin ich stolz drauf, dass ich kriegsmüde bin, weil ich möchte nicht wach für den Krieg sein. Krieg ist ein Verbrechen. Ich möchte wach für den Frieden sein. Facts. Ich kann mich für das Dunkle, das Böse entscheiden, diesmal mit der nuklearen Waffe. Oder ich kann sagen, schönen Dank, hatten wir schon. Ich habe mir den Apfel angeguckt, aber ich beiß nicht hinein. Gute Metapher. Ich esse lieber die Schlange. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Ken Jebsen und Kayvan Sufisyavaş im Gespräch mit Heiko Schrank. Er schreibt einfach Ken Jebsen und Kayvan Sufisyavaş. Bro, das ist der gleiche. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Es ist ein spiritueller Talk. Spiritueller Real Talk steht da noch hinten dran. Das sind zwei von den Kandidaten, die auch für manche Leute zur Schwobler-Szene gehören, die ich auch teilweise verfolgt habe während der ganzen Corona-Thematik und die meiner Meinung nach auch den richtigen Entschluss gefasst haben und immer mehr in die Spiritualität reingegangen sind nach diesem Thema. Und das ist die Quintessenz, die auch die richtige ist, meiner Meinung nach, bei dem ganzen Shit, der auf der Welt abgeht, dass man anfängt, nicht im Außen die ganze Zeit rumzuwühlen und zu gucken, sondern anfängt, eine Reise in sich selbst anzutreten und da reinzuschauen, weil da ist die Wahrheit und da ist die einzige Lösung, meiner Meinung nach. Und deswegen weiß ich die beiden Männer sehr zu schätzen, auf jeden Fall. Und wir gucken mal, was die hier erzählen. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen und abonniert diesen Kanal, Digi. I love you. Peter geht los und los. Hallo, Lieben. Freut mich ganz besonders. Heute Spezialsendung. Kayvan hat Zeit. Fast 2 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Du hast gesagt, fühle ich. Es brennt dir unter den Nägeln. Du möchtest darüber reden, was hier abläuft in Deutschland, dass Deutschland quasi dabei ist, sich auf den Krieg quasi vorzubereiten. Erzähl uns mal, was ist gerade in deiner Seele los? Was ist los bei dir gerade? Erzähl mal, wie siehst du die Situation? Ja, ich bin mir geht's schon gut, weil ich ja ein Gottvertrauen habe im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite, wenn man so viel wie ich liest und sich mit Geopolitik beschäftigt, aber auch mit anderen Dingen, da hat man auch eine gewisse Verpflichtung. Andere, die vielleicht auch durch ihren Job nicht die Zeit natürlich haben, darauf hinzuweisen, dass es ein paar Dinge gibt, die schon anders sind, weil Krieg und Frieden verläuft ja in unserem System ja so in Wellen und ich glaube, dass wir jetzt an dieser Welle sind, wo es eben bricht und traditionell wird da Krieg geführt, aber wir haben es ja jetzt mit Ländern zu tun, die nuklear bewaffnet sind und deswegen würde der nächste, der dritte Weltkrieg vollkommen anders ausgehen als die bisherigen, nämlich so, dass True. Wir uns nicht mehr davon erholen werden, jedenfalls generationenweise nicht. Also ein Atomkrieg, der wäre nicht begrenzbar, der wäre dann global und der würde da würden die meisten Menschen am Ende sterben, schon wegen dem nuklearen Staub und der Verdunkelung und es wird eine Hungersnot folgen. Also das kennen wir Gott sei Dank aus dem Kino, aber diese Art von Armageddon kann der Mensch herstellen. Worauf ich hinaus möchte, das ist inzwischen ja nicht mehr abstrakt, weil wenn man unseren Kriegsminister Pistorius hört und noch andere, spricht er ja ganz offen davon, dass wir kriegstüchtig werden sollen, die Wehrpflicht kommt zurück und die wird nicht ganz freiwillig sein, hat er auch schon gesagt, wir rüsten massiv auf, man nennt das Sondervermögen, inzwischen haben auch schon Generäle gesagt. Ja, man hat schon das Gefühl, dass die Kriegspropaganda angeschmissen wird in Deutschland, ne? Seid ehrlich, Chat. Wir müssen uns auf den Landkrieg vorbereiten. Das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber wir haben es schon mal erlebt, dass Regierungen in Deutschland totalen Quatsch von sich geben und das Volk folgt ihnen, bis nichts mehr geht. Die hat aber dann die Folgen zu tragen. Und wenn man diese Rhetorik eben sieht und gleichzeitig eben auch sieht, dass wir Staaten mit Massenvernichtungswaffen oder mit Waffen versorgen, die von dort aus dann Russland beschießen können, wenn man unsere Außenministerin hört, den Krieg Russland erklärend, wenn man eben auch sieht, dass in Deutschland Hospitäler wie in Ramstein amerikanisch ausgebaut werden auf 5000 Betten, also zu einem Lazarett werden, dann kann man das nicht mehr fehldeuten. Das ist ganz klar. Wir gehen tatsächlich darauf ein, dass wir glauben oder den Leuten suggerieren, wir müssen uns auf einen Land oder einen Angriff Russlands auf Deutschland einstellen, was natürlich totaler Bullshit ist. Ich meine, Putin mag ein verrückter Kerl sein, aber er ist ja kein Selbstmörder. Sonst hätte er sich nicht so lange im Amt halten können. Der wird nichts tun, um die NATO anzugreifen, genau wie die NATO sich immer ein bisschen schwer tut. Das sollen ja Stellvertreter tun. Und was wäre denn in Deutschland zu holen? Hier wäre nur Fertigungstechnik zu holen, keine Bodenschätze, wissen ja viele nicht. Aber in deren Ländereien sind Bodenschätze zu holen. Und wenn er wirklich Fertigungstechnik haben möchte, dann kann er die billiger haben, indem er die einfach in China kauft. Hier ist nichts zu holen. Und ich glaube, dass viele, weil sie auch die Erfahrung von Krieg Gott sei Dank nicht haben, sondern nur als Videospieler
Spiel, sich dann das denken, was sich unsere Großeltern 36 oder 33 gedacht haben, der jetzt steht und der das gerade von sich gibt, naja, der ist ja, das wird der ja wohl nicht machen. Aber dann ist das trotzdem passiert und es ist deswegen passiert, weil die Menschen oft sehr passiv sind. Und ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland aus der deutschen... Ich würde halt nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass irgendwann eventuell wieder so ein Krieg stattfindet, ne? Dass Russland eventuell auch hier angreift oder beziehungsweise, dass die NATO und Russland immer mehr in Konflikt reinkommen, weil die NATO halt doch immer weiter provoziert, ne? So, also da passiert ja die ganze Zeit irgendwas, so. Und weiß ich nicht. Ich vertraue diesen ganzen Leuten nicht. Das sind doch Psychopathen alle so, weißt du? So. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig ausgeschlossen ist, dass sowas stattfindet. Weißt du, wie er das gerade sagt, oder? Geschichte dahingehend lernen, sagen, unsere Großeltern waren zu lange passiv. Also wir haben es bei Corona gesehen, hat man mich ja auch gefragt, was hätte ich denn machen sollen, sage ich genau das, was im Ersten und Zweiten Weltkrieg, was der hätte machen sollen, wenn sie schon gelebt hätte, nicht mit. Und ich möchte, dass die Menschen offen ihre Stimme erheben und einfach sagen, ich habe keine Lust, kriegstüchtig zu sein. Und wenn Frau von der Leyen sagt, wir müssen aufpassen, wir sind kriegsmüde, da bin ich stolz drauf, dass ich kriegsmüde bin, weil ich möchte nicht wach für den Krieg sein. Krieg ist ein Verbrechen. Ich möchte wach für den Frieden sein. Und ich weiß natürlich, und das muss ich verstehen, dass man den Frieden genauso intensiv vorbereiten muss, wie diejenigen, die den Krieg vorbereiten. Ich sage es immer wieder, nichts wird gründlicher vorbereitet als ein Krieg, der plötzlich ausbricht. Da arbeiten Leute intensiv auf allen Bereichen zusammen. Das sind Experten. Und diejenigen, die uns erzählen, das wäre eine gute Idee oder sie arbeiten für uns, haben noch nie für uns gearbeitet. Sonst sehe Deutschland ja nicht so aus, wie Deutschland aussieht. Dass Ausrede, die am Interesse Deutschlands interessiert wären, auf einmal, ist total absurd. Und wenn wir das durchschaut haben, dass die uns da anführen, egal bei welcher Partei, letztendlich ein Prinzip verkaufen, nämlich dass stellvertretend jemand über unser Leben besser Bescheid weiß als wir, dann müssen wir aus diesem Albtraum mal aufwachen und sagen, ja, es gibt eine gewisse Berechtigung für Staat und für Partei, das ist klar, aber was der Staat im Moment tut, und das ist auch die Analyse, warum die DDR kaputt gegangen ist, zu viel Staat in Bereichen, wo er nichts zu suchen hat, wo in den Bereichen, wo er was zu suchen hat, ist er nicht. Er kümmert sich nicht um die innere Sicherheit, er kümmert sich nicht um die Substanz der deutschen, der Bundesbahn, um Kinderspielplätze, um all das kümmert er sich nicht, aber er kümmert sich darum, wie deine Heizung aussieht, ob du das richtige Fleisch oder nicht Fleisch drauf hast und wie deine politische Einstellung ist. Das ist ein Problem. Und wenn wir keine Alternativen oder konzernunabhängige Medien hätten, zu denen du ja auch zählst als Pionier, dann wüssten die Leute das nicht in der Breite. Der Lichtblick ist, ich glaube, wir sehen es auch in den Vereinigten Staaten oder Vereinigten Strafen, egal wen du dort wählst, den dementen aktuell Präsident oder den nächsten, ja, es ist kein Vertrauen mehr ins System. Was auch richtig so ist. Ich glaube, die Menschen vertrauen diesem System nicht mehr. Das ist etwas Gutes. Wir sind inzwischen politisch in der Pubertät. Wir sollten von zu Hause ausziehen und wir sollten direkte Demokratie einführen und nicht betteln. Bitte führt sie ein, weil der oben, warum hat, der hatte gar kein Interesse daran. Und deswegen mein Appell, was wir tun können, 3.8. zum Beispiel, macht Ballweg wieder eine Friedensdemo an der Siegessäule mit oder ohne Genehmigung. Scheißegal, du musst dir das nicht genehmigen lassen, ob du dich gegen die Regierung versammelst oder für den Frieden. Hingehen und Präsenz zeigen, weil ich glaube, etwas ganz Wesentliches... Und vor allen Dingen auch anfangen, mit sich selbst eine Beziehung aufzubauen. So, das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, weißt du, wenn du hin willst zur Freiheit, wenn du hin willst zu selbstbestimmten Menschen, die in ihrer Mitte sind. So, wenn wir alle an unsere eigene Nase fassen würden, ne? Wenn wir alle anfangen würden, nicht mehr im System die Lösungen zu suchen und in irgendwelchen Parteien oder irgendwelchen Politikern, sondern anfangen... in uns selber die Lösung zu suchen und zurück zu Gott kommen, dann wird sich automatisch ganz viel verändern. Du selbst wirst dich verändern, dadurch veränderst du deine Umgebung, veränderst die Leute, mit denen du unterwegs bist, deine Familie. Die haben wieder einen Effekt auf andere Menschen. Und so ist das wie so ein Schneeballeffekt, so, weißt du? Wir müssen alle bei uns selbst anfangen. Und wenn wir alle bei uns selbst anfangen, dann können wir wirklich was bewegen. Und deswegen gilt der Spruch auch, dass du als Einzelner die Welt verändern kannst, so. Weil die beste Veränderung, die du durchführen kannst und wo du die hundertprozentige Verantwortung hast, ist deine eigene Veränderung. Da bist du der Master und keiner kann das beeinflussen. Nur du selbst, weißt du? Und da sollten wir eigentlich alle anfangen. Jetzt als Erfahrung ist, dass wir feststellen, wir sind mit diesem Unmut und mit diesem, die spinnen doch, damit sind wir nicht alleine. Und ich glaube, da geht eine unglaubliche Kraft davon aus, wenn Leute plötzlich merken, wir sind schon wieder 18.000, die dorthin gehen und sagen, wir werden das nicht tun. Wir werden unsere Kinder nicht an irgendeine Front schicken, um da irgendwas zu verteidigen, während wir uns bisher verdächtig gemacht haben, wenn wir gefragt haben, wer schützt eigentlich die deutsche Grenze? Da war man ja sofort merkwürdig. Jetzt ist man unpatriotisch, wenn man seine Kinder nicht an irgendeine andere Front schickt. Und dass die Eliten genauso denken wie wir, wenn es drauf ankommt. Das haben wir gesehen, als einer der Klitschko-Brüder bei Lanz war und nicht hineingelanzt wurde und er wurde gefragt, nachdem er aufgefordert hat, die vielen flüchtigen ukrainischen Jungs, die hier in Deutschland sind, was ich übrigens für intelligentes Zeichen halte, statt irgendwo zu verrecken für Kapitalinteressen,
hat sie aufgefordert, sie mögen in die Ukraine zurückkehren, um dort dann Kanonenfutter zu sein, hat Herr Lanz ja ihm die Frage gestellt, die wahrscheinlich spontan kam, nicht abgesprochen, sonst hätte man sie wegzensiert, nämlich, Herr Klitschko, wären Sie bereit, für Ihr Land zu sterben? Und da hat er gesagt, nein, ich bin nicht bereit, für mein Land zu sterben, ich möchte für mein Land leben. Das ist mutiger und das ist mein Appell an alle. Sehe es ganz genauso, weil es wird kein Klitschko und auch kein Kind von der Leyen oder von Kiesewetter oder wem auch immer von diesen Leuten, aber an der Front sterben. Wir sollen das tun und das ist respektlos gegenüber dem Leben und das sollte man sich nicht nur für seine eigenen Kinder, sondern auch für die Kinder anderer Leute einsetzen, weil eins ist ja vollkommen klar, es werden bei uns keine Philanthropen an der Front sein, es werden auch keine Oligarchen an der Front sein, es werden dort Kinder an die Front geschickt, die das nicht wollen und es ist mir egal, welches Kind, welche Nationalität ein Kind hat, weder ein ukrainisches, russisches, kasachisches oder europäisches Kind möchte diese Scheiße, das möchten irgendwie Eltern, die auf deren Großeltern hören, weil sie sonst enterbt werden. Ja, so what? Nicht machen. Ja. Und das bringt mir unter den Nägeln, einfach zu sagen, okay, diesmal zeigen wir Präsenz auf den Straßen, indem wir sagen ganz offen, wir machen da nicht mit. Jetzt eine persönliche Frage. Wir haben uns vor 2 Jahren gesehen, da hast du eine lange Auszeit gehabt, hat mich fasziniert, bist du zu mir rausgekommen, kannst dich noch erinnern, haben wir draußen schön gesessen und da hast du gewirkt, sag ich mal, wie so ein Buddha. Du hast in dir geruht, du warst entspannt. Jetzt finde ich ja gut, jetzt kommt der alte K-Ban um die Ecke, der 2014 schon bei den Mahnwachen für den Frieden auf der Straße stand. Deswegen meine Frage, was hat sich verändert? Bist du jetzt wieder der alte Rebell? Warst du es schon immer? Ich hatte den Eindruck gehabt, dass du in dir so ein bisschen inneren Frieden gefunden hast. Facts. Sehr gute Frage. Was ist passiert in den 2 Jahren? Heiko, ich habe auch den inneren Frieden. Ich habe neulich mit Dennis ein Interview gemacht, wo ich sehr ruhig war. Aber das sind... Da waren die ersten Fragen spiritueller Natur. Da können wir jetzt sofort sagen, diese Seite, ja, können wir gerne machen. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die da jetzt noch nicht sind, die Welt nach Corona zusammengebrochen sind, ja, die dabei die erste gehen, die zum ersten Mal auf Schienen stehen, da kann ich nicht sagen, du, ich habe schon alle Abfahrten gemacht, ich setze mich jetzt hier auf die Hütte. Die müssen ja, die haben ja auch Bock darauf, auch wenn jemand sagt, du musst alles loslassen. Viele Leute können erst da. Das Ding ist halt, da muss ich jetzt auch was zu sagen. Am Ende des Tages geht es ja auch nicht um die Leute eigentlich, weißt du? Am Ende des Tages geht es ja um dich selber. Es geht ja darum, dass du im Frieden bist mit dir selbst und dass du in deiner Mitte bist und dass du in Harmonie bist, so weißt du? Und ich weiß und merke, dass der Ken, ähnlich wie ich auch, hin und her gerissen ist, weißt du? Dass er sowohl diese spirituelle Reise angetreten hat und da einige Erkenntnisse gemacht hat und da sehr weit gekommen ist, aber auf der anderen Seite trotzdem noch dieses rebellische Herz hat, wo er Dinge aufklären möchte, auch in Politik, Medien etc. pp. Und da drin involviert ist. Und ich glaube, auch bei einem Ken ist es so wie bei mir, dass er manchmal merkt, dass wenn er sich zu viel nur mit dieser politischen Geschichte auseinandersetzt, dass er dadurch seinen inneren Frieden und seine Mitte wieder ein bisschen verliert. So. Weißt du? Deswegen ist die Balance für uns extrem wichtig und da müssen wir auch gucken, dass wir wirklich in der Mitte bleiben und uns nicht nur und zu viel mit diesen politischen Sachen und mit den Sachen, die negativ auf der Welt laufen, beschäftigen, weil es manifestiert sich natürlich alles dann auch in deinem eigenen Zustand, so wie du dich fühlst im Endeffekt, weißt du? Ich merke es, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mich mit Politik und irgendwelchen Verschwörungen und diesen ganzen Sachen auseinandersetze und nicht parallel dazu jeden Tag meditiere, bete und mir auch mal den ein oder anderen spirituellen Content auch im Stream reinziehe, dann komme ich aus der Balance raus, weißt du? Und ich bin überzeugt davon und bin mir bewusst, dass für den kompletten Seelenfrieden, ich wüsste schon, dass ich mich mit gewissen Themen gar nicht mehr auseinandersetzen dürfte. Ich mache es aber trotzdem, weil ich das Gefühl habe, dass es auch ein bisschen so mit meiner Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist bei ihm genauso. Also, und solange wir das noch als Aufgabe fühlen und dem nachgehen, müssen wir halt gucken, dass wir das ausbalancieren mit genug Spiritualität. So, weißt du? So, wir sind da uns sehr ähnlich, glaube ich, in dem Bereich. Alles loslassen, wenn sie vermeintlich alles hatten. Das ist einfach auch oft so. Nicht, dass ich alles hatte, aber wo ich sage, eigentlich wird das zur Belastung. Erst dann, glaube ich, kann man loslassen. So ist der Weg bei den meisten Leuten. Ich glaube, dass nur wenige Leute gesagt haben, ich hatte nie etwas und habe auch das noch losgelassen. Aber du bist angetriggert. Du bist richtig angetriggert. Ich sag mal so, ich werde permanent, sehe ich, bist du unterwegs. Sag ich, Wahnsinn. Du hast ja schon immer ein großes Energielevel gehabt. Du bist da zum Interview, da zum Interview. Ist jetzt wirklich in dir der Ruf wieder da, zu sagen, hey, es reicht jetzt? Oder was ist passiert? Weil du warst ja, muss man sagen, relativ lange ruhig. Nein, ich...
Es für mich ist eine drohende Kriegsgefahr, die sehe ich wirklich, weil ich gucke mir ja trotzdem die ein oder andere Talkshow an, du kriegst sie rübergeschickt und die Analyse tritt da, wo ich eben denke, wenn jemand sagt, kriegstüchtig machen, Aufrüstung, Generalmobilmachung Deutschlands mit dem 1000-Punkte-Papier, das wird an mir, meine Kinder haben auch schon personalisierte Werbung von der Bundeswehr bekommen. Das ist, da kann ich ja nicht abstrakt bleiben. Kann sagen, ach, weißt du, hier nehmen wir mal ein Buch von Krishnamurti und Jo. Melde dich einfach nicht. Dann melden die sich aber bei denen. Und das heißt, das Leben hat ja auch eine praktische Komponente. Ja. Dass das Ganze nicht so ausgehen wird, wie wir uns das denken, und dass wir alle entkommen werden, indem wir irgendwann sterben, das weiß ich schon. Aber es gibt bei all dem eben auch eben etwas, was dir jeder Mönch bestätigen kann. Er hat auch einen Körper, der versorgt werden muss mit Nahrung. Er hat auch etwas, wo er in dem Jetzt hier, in dieser Flächenland eben ist. Das heißt nicht, dass es das andere nicht gibt. Aber ich fordere Leute im Flächenland auf, anders wirken zu können, muss man auch sich von irgendetwas erheben. Das ist der erste Schritt, in der Gegenwart Verantwortung zu übernehmen, um dann zu erkennen, was man erreichen kann. Es hat keinen Sinn zu sagen, du, ich kann ja eh nichts machen. Ich sitze nur auf einem Kissen und mache gar nichts. Das wäre in Ordnung, wenn es alle machen würden. Solange aber noch zu viele Leute im Flächenland den Ruf nach der Waffe folgen, dann wirst du nicht mehr lange ruhig auf deinem Kissen sitzen können, beziehungsweise wirst du dort eine Kugel einfangen. Das kann dir dann möglicherweise als Mönch auch egal sein. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja das Mysterium des Lebens. Ab wann bedeutet zu meditieren eine Form der Unterlassung? Das sind schwierige Fragen. Sehr schwierige, aber sehr interessante Fragen auch so. Wo ich auch immer noch halt Bruder, sehr, sehr gerne einen Talk mit ihm drüber führen würde, weil ich da natürlich auch meine Ansichten habe und glaube halt, dass es in erster Linie, also was auf jeden Fall Fakt ist, dass man, bevor man anfängt zu versuchen, andere Menschen aufzuwecken und zu verändern, sich selbst erstmal dahin treibt, so. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, die größte Macht liegt, indem du dich selbst, also die größte Macht, die du hast, ist, dich selbst zu verändern. Also das ist erstmal das Erste, auf was du dich konzentrieren solltest. Wenn du da noch nicht auf einem gewissen Level angekommen bist, brauchst du nicht im Außen versuchen, irgendwelche anderen Leute zu überzeugen oder irgendwas aufzuklären oder was auch immer so. Du musst erstmal bei dir anfangen. Und wenn du da ein gewisses Level erreicht hast, dann ist es natürlich gut, auch anderen dabei zu helfen oder diesen Funken an andere weiterzugeben, so. Aber man darf sich dabei selbst nicht außer Acht lassen. Und man muss halt auch gucken, dass man nicht, wie soll ich sagen, es ist ein schmaler Grat, Bro. Du musst halt gucken, dass du weiterhin in deiner persönlichen Mitte bleibst und in deiner Liebe und in deiner Harmonie und in deiner Kraft bleibst. Weil da, mit dieser Kraft kannst du am meisten bewegen und verändern und hast am meisten Strahlung und Effekt auf andere Menschen, so. Es bringt nichts, wenn du den Kampf im Außen antrittst und dabei dich selbst verlierst. So. Da bewegst du weniger, als wenn du dich selbst behältst und mit dir selbst am Start bleibst und in der Kraft drin bleibst und von da aus dann versuchst, anderen zu helfen und da eine Entwicklung anzustoßen. So. Weißt du? Deswegen, das ist. Ja, es ist ein schmaler Grat, Bro. Ohne das andere zu lassen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Sehe genauso. Der Punkt ist jetzt nur der, du hast so viel gemacht, Digga, nur noch dran, Corona-Zeit mit dem Yoga-Video. Du kannst nicht jemandem etwas beibringen, was du selber nicht kannst. True. Ja. Und du kannst den besten Effekt auf Menschen hast du auch, indem du ein gutes Vorbild bist. Du kannst so viel erzählen und so krasse Rhetorik und alles haben, wie du möchtest. Wenn du selbst den Laden nicht lebst, dann werden andere Menschen das nicht übernehmen. So. Das Beste, du musst die Sachen leben und nicht reden. Und dann orientieren sich Menschen daran. Mehr als wenn du nur redest. Weißt du? Dem, was ich überragend fand, dem Video, wo du hinter diesen Gitterstäben gesessen hast. Und wir wissen ja, was alles auch passiert ist bei Corona, wie viele dort mitgemacht haben. So, jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt ist eine Kriegsgefahr. Meinst du, dass jetzt die Menschen erwachen, die damals nicht erwacht sind? Weil die Masse weiter. Ich glaube, das hat sich was verändert, Heiko, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Leute offiziell haben sich impfen lassen und wie viele sind immer noch bei klarem Verstand. Das wirft Fragen auf. Das wirft Fragen auf. Und ich glaube, wenn die Dinge noch weniger abstrakt werden, wie ich lasse mir eine Spritze setzen, sondern bitte komm zur Bundeswehr oder aber was unser Kriegsminister ja auch gesagt hat, es kommt das verpflichtende Resilienzjahr für alle Deutschen zwischen 18 und 64, dass du dann in irgendeiner Weise für den Krieg arbeiten musst, dann sollten Leute langsam erkennen,
das wird ja, du darfst dich da nicht wundern, dass irgendwann mal fremde Raketen und fremde Truppen wieder durch Deutschland fahren. Das wird ganz passieren und diejenigen, die das eintüten, werden dann am Ende des Tages, wird keine 6 Jahre dauern, genauso wenig erreichbar sein wie die, die das schon mal gemacht haben. Und ich bin in letzter Zeit sehr viel durch Europa gefahren, noch sehr viele durch Deutschland gefahren. Ich fahre wieder lange Zeit, bin ich mal durchs Erzgebirge gefahren. Ich muss sagen, sieht ja aus wie die Schweiz. Hier gibt es in Deutschland sehr viel, was man kaputt machen kann. Sehr viel, was wieder aufgebaut wurde. Und wenn man sich mal umschaut und sich die Frage stellt, haben wir als Deutsche etwas zu verlieren, lautet die Antwort, ja, haben wir. Und mein Appell ist eben, sorge dafür, dass wenn du Kinder hast, die das haben, warum du Kinder in die Welt gesetzt hast, du hast die Verpflichtung, dass sie eine Zukunft haben. So, bei allem Buddhistischen, hätte ich keine Kinder, weiß ich, würde ich es auch machen. Aber einfach, wir haben unser Leben gelebt, letztendlich, wir sind doch etwas über 45, wir hatten unseren Spaß, aber unsere Kinder haben ihr Leben noch vor sich. Wo sollen die verbringen? Sollen sie 6 Jahre an der Front dann in einem atomisierten Deutschland groß werden? Geh jetzt auf die Straße und lass deinen Gedanken und deiner philosophischen Überzeugung auch mal Taten folgen. So, und mein Appell ist einfach nur, Freunde, ich möchte, dass ihr euch bewegt und zeigt, ich bin mit dem Gedanken, nämlich ich mag keinen Krieg und ich bin für Frieden und ich bin auch für Verhandlungen. Ich bin nicht für eine Schulhofschlägerei, es wurde mir ausgetrieben. Ich bin dafür, dass wir mit jemandem reden. Dafür bin ich, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie man das machen kann, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, in welche Richtung es geht. Ich weiß, in welche Richtung ich nicht unterwegs sein möchte. Und das ist die Richtung des Untergangs. Und das ist sofort bei der spirituellen Wende. Was wir hier im Moment haben, ist ein Angebot. Und zwar das Angebot, ich kann mich für das Dunkle, das Böse entscheiden, diesmal mit der nuklearen Waffe. Oder ich kann sagen, schönen Dank, hatten wir schon. Ich habe mir den Apfel angeguckt, aber ich beiß nicht hinein. Ich gebe... Gute Metapher. ...zurück, ich esse lieber die Schlange. So, das könnte ich ja machen. Und mein Appell ist einfach, sagen, danke Steinmeier, danke Esken, danke Kriegstreiber ever, das machen wir nicht. Denn da sind wir dann bei den von uns immer proklamierten Werten. Du sollst nicht nur nicht töten, wenn dir jemand ein Angebot macht, töte du, ich übernehme die Verantwortung, weiß ich heute, nein. Okay? Und das würde ich mir wünschen, dass wir das sagen, möchte ich nicht, und zwar bevor der Hahn dreimal kräht. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte, dass wir am 3.8., und es ist nicht meine Demo, eine Fanmeile für den Frieden haben. Weil ich glaube, wenn wir immer von Menschheitsfamilie sprechen, von Deutschland ging mal ein sehr starkes Signal aus. Ja, das war eine Frontstadt. Das auch während der Love Parade ging ein Signal aus. Menschen aller Couleur können miteinander feiern. Menschen aller Couleur auf diesem Planeten können miteinander Frieden machen. Dazu müssen sie sich treffen und sie dürfen sich nicht von Dritten erklären lassen, dass der und der nicht zugehört, weil der sei anders. Und die, die genau das wollen, das ist das Böse. Und das Böse tritt in diesem Land gerne wissenschaftlich auf, im weißen Kittel, und demnächst tritt es in Uniform auf. Oder Zivilisten, die dann zum Krieg einladen. Die Antwort lautet Nein an das Böse. Sehr starke Sachen. Ich lerne gerade oder ich versuche mich gerade selbst zu trainieren, nicht mehr so oft Stopp zu machen. Merkt ihr das, Digga? Fühlt ihr das? Weil ich merke selber manchmal, wenn ich die Videos schneide, Bruder, du machst so oft Stopp, Digga. Du musst ein bisschen Period of Time durchlaufen lassen, damit die Leute ein bisschen folgen können und dann Senf abgeben, so weißt du. Zu der Frage, die Heiko gestellt hat, war am Anfang, ob Ken glaubt, dass mehr Menschen aufgewacht sind nach Corona und ob die beim Krieg nicht mitmachen sollen. Ich bin überzeugt davon, dass auf jeden Fall ein gewisser Prozentsatz mehr aufgewacht ist, aber leider die meisten Leute noch extrem gefangen sind in dieser Propaganda, in dieser Programmierung, in dieser Matrix, wie du es auch nennen kannst, so weißt du. Und dass ich leider glaube, dass wenn jetzt zum Beispiel ein nächstes Thema um die Ecke kommen würde mit einer neuen Pandemie, einer neuen Impfung und so, dass die meisten Leute leider immer noch mitmachen würden. Ja, und ich glaube auch, dass diese ganzen Themen, die durch die Welt gehen und die immer intensiver werden, auch Krieg etc. pp., die müssen immer schlimmer werden, dass mehr Leute aufwachen, leider. Weißt du? Es muss leider schlimm werden, damit endlich auch die Leute, die extrem Matrix-minded sind, auch anfangen, das aufzubrechen und das zuzulassen, neu zu denken, weißt du? Und wollen wir nicht. Meinst du, die Masse ist schon so weit? Meinst du, die kritische Masse ist erreicht? Ja, erinnere dich dran, was damals abgelaufen ist. Es war eine große Veranstaltung, der 1.8. Ich stand selbst auf der Bühne. Ich habe die Polizisten gesehen mit ihren Masken, Mitläufer, Ja-Sager, die letztendlich, weil ihr Dienstherrn im Ohr sagt, mach dies, mach das, Prügel auf die Oma ein, haben sie mitgemacht. So. Und da frage ich mich, ist das Bewusstsein jetzt schon erreicht? Bei diesem, du weißt selber, so ein Apparat, ob es im Dritten Reich war oder in der DDR, ist nur aufrechtzuerhalten, weil ohne Ende Handlanger und Ja-Sager und Mitläufer dabei sind. Die Angst haben, ihre Doppelhaushälfte zu verlieren, ihren Job zu verlieren. Meinst du, bei denen entsteht ein Bewusstseinswandel? Oder ist der schon im Gange?
Ich glaube, dass du kommst ja nie, wenn du wissen willst, wie ein Joghurt schmeckt, musst du es probieren. Du kommst nicht drum rum, weil du kannst auch sagen, da haben wir zu lange gewartet. Ich bin der Meinung, es hat in den letzten, spätestens Corona, da findet ja offiziell keine Aufarbeitung statt, aber die Leute sprechen ja, weil Peter und Stefanie, Peter ist tot, Stefanie sitzt seitdem im Rollstuhl, war vorher Spitzenmann, das lässt sich ja nicht mehr übersehen. Hinter den Kulissen wird getuschelt, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Die Leute sind ja nicht total bescheuert. Die sind ja nicht auf Lanz und Böhmermann angewiesen. Die können auch andere Sachen gucken. Ja, so. Ja, ich fühle, was er sagt. Und da gibt es auch einige, die das auf jeden Fall verstanden haben und die auf jeden Fall auch mittlerweile sich mehr Informationen holen. Und das wird auch immer mehr. Ich will das gar nicht so schlecht reden, so. Aber leider ist es so. Ich kenne viele Leute, die immer noch voll auf Markus Lanz auf Linie sind und genau das glauben, was die Regierung und was Staatsfernsehen gerade so erzählt. Weißt du, wie ich meine? Also es ist leider wirklich so, dass immer noch ein Großteil der Leute auf den Trichtern unterwegs ist, aber trotzdem wachen immer mehr Menschen auf und immer mehr Menschen haben Interesse an mehr Informationen, an hinter der Kulisse, an alternativen Sachen so. Ich glaube, dass sie sagen, hör zu, beim letzten Mal hatte es die Folgen, dass nämlich er im Rollstuhl sitzt und das nächste Mal ist es eben so, dass ich einen Stahlhelm trage oder man schickt mir ein Blechkreuz und dann kommt der Herr Steinmeier mit einem und sagt, Peter ist für Sie in der Ukraine gefallen. Danke da schön. Dass die Leute langsam merken, dass diese Regierung und dass das abgewirtschaftet hat. Und das gilt ja auch für die Vereinigten Staaten, wie ich sie nenne. Es spielt ja keine Rolle, ob du Joe Biden nimmst oder Donald Trump. Ich habe gesagt, weil man nicht weiß, wer wird denn das Rennen machen. Ich wünsche beiden Politikern einen kühlen Kopf bewahren. Sie sollen eine offene Cabrio-Fahrt durch Dallas buchen und dann wird so möge der Bessere gewinnen. Ich kann das ja alles nicht mehr ernst nehmen. Ich kann ja Frau Esken mit dem Gesichtsausdruck, unsere Außenministerin, dann die grüne Tonne bei den Grünen, der Wirtschaftsminister, das sieht ja aus wie, den müsste man jemand am Bahnhof wecken. Das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen. Und von daher, wenn man das nicht mehr ernst nehmen kann, und du bist ein ehemaliger gelernter DDR-Bürger, das ist der Mielke-Moment, wo am Ende ein kleiner Mann da steht und sagt, aber ich liebe doch alle Menschen eben, und das ist jetzt. Und deswegen, Ausreisefreiheit in das unabhängige Land gilt meiner Meinung nach sofort und verzüglich. Das jetzt mal machen. Wir haben lange abgewartet und dieses Regime hat auch nur noch dieses Personal. Das sind ja auch alles Ja-Sager. Jemand anders geht ja gar nicht wie die Politik. Und jetzt einfach mal sich eingestehen, die Serviceleistung, dass die sich drum kümmern, hat den Preis, dass wir erkennen müssen, die können es gar nicht. Die fahren dieses Land an die Wand. Das sehen wir. Man möge einfach mal in Frankfurt am Bahnhof aufsteigen oder hier versuchen, einen Zug zu bekommen oder so. Das funktioniert eben nicht. Und es ist unser Land. Und da muss man sich auch mal hinbegeben und Präsenz zeigen. Und das macht uns ja auch der Chef und seine 12 Jünger, Palästinenser, vor. Irgendwann musst du auch mal dem Römer gegenübertreten und sagen, gib dem Kaiser was des Kaisers und dem was des. Und es, wer von Frieden redet und wer sich Frieden wünscht, der muss das auch ohne Waffe tun. Aber er kann sich intellektuell bewaffnen, indem er einfach nur, auch wenn er rhetorisch nicht so begabt ist, hinbegibt und sagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Weg Frieden sein wird. Ich weiß, der Frieden ist der Weg. Aber eins kann ich Ihnen eins sagen. Er wird ohne Waffe stattfinden. Und Ihre vergifteten Angebote aus Ihren Talkshows, die nehme ich nicht an. Und diese Präsenz zu zeigen, ja, wird nicht sofort zum großen Umschwung kommen. Aber ich glaube, dass Präsenz insofern etwas bringt, weil diese Präsenz in vielen kleinen Operationen über viele Jahre hat auch dazu beigetragen, dass ein Julian Assange heute auf freiem Fuß ist. Ich weiß nicht, wie... Ja, das gibt anderen Menschen auch Mut, weißt du, die ähnlich denken. So, das ist wichtig, dass man Präsenz zeigt und dass man es auch... dass man sich auch traut, das auszusprechen, selbst wenn ein Großteil der Bevölkerung vielleicht gegen dich ist oder du das Gefühl hast, du bist ein Außenseiter oder so. Es ist wichtig, wie viele Nachrichten bekomme ich von Leuten, die sagen, ja, wegen dir und in der Zeit, ich fühle mich nicht so alleine, da ist endlich jemand, der mich auch versteht und über ähnliche Sachen redet und so. Es ist wichtig, anderen Menschen dieses Gefühl zu geben. Dann fangen die sich nämlich auch an zu trauen, ihre Wahrheit zu sprechen und auch sich mal gegen das zu stellen, was gerade narrativ ist. So. Weil viele Leute folgen einfach nur, weil sie nicht ausgegrenzt werden wollen. Viele Leute haben sich impfen lassen, nicht weil sie davon überzeugt waren, sondern weil sie nicht ausgegrenzt werden wollen. Weil sie mit teilnehmen wollen, weil sie das Gefühl haben wollen, sie gehören dazu. Und viele Leute vertreten auch politische Meinungen oder was auch immer, einfach nur, um zu irgendjemandem dazuzugehören. Die meisten fühlen das gar nicht richtig. Die sagen gar nicht, ich bin richtig überzeugt davon, aber die wollen sich halt zu irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen. So. Und wir müssen halt, und deswegen haben wir hier die Love Gang kreiert, eine Gruppe kreieren, die Liebe an erster Stelle hat, wo sich die Leute zugehörig fühlen und wo man sagt, ey, ja, geil, Digga, hier geht's um Liebe, hier geht's um Spiritualität, hier geht's um Natur, hier geht's um positive Dinge, so, weißt du? Das ist das Wichtigste. Vieles beigetragen habe. Es war aber nicht so, dass es nichts gebracht hat. Das muss ich einfach glauben. Sonst kann ich ja aufhören. Wenn ich überhaupt keinen Glauben habe, gar nichts mehr glaube, wenn sowieso alles verloren ist, ja, dann kann ich gleich sagen, ich gehe nur noch surfen. Aber weißt du, es gibt auch noch Leute, die das nicht können. Und da möchte ich sagen, Freunde, wir haben ja, und das wirst du ja bestätigen, wir haben ja sehr... So,
Nur surfen geht nicht. Ich könnte das hier machen, jeden Tag. Einfach surfen gehen, Digga, und auf alles scheißen. Aber ich kann das auch nicht. Ich habe dieses Kämpferherz. Ich habe dieses so, ich weiß, dass meine Aufgabe ist halt, ich will was Gutes bewegen, so. Weißt du? Ich kann nicht einfach nur mich auf mich konzentrieren und alles, also so meine Eier chillen, baumeln lassen einfach und sagen, I don't give a fuck anymore, so, weißt du? Ich bin für Menschen da, ich bin nicht für mich da. Wieder Angriffe erfahren und das macht auch müde und ich bin auch mit Vortrag wieder ab Oktober, November zum Thema Propaganda auf die Welt, aber diejenigen, die am Geschichtsrad drehen, werden darauf nicht warten. Tun sie auch nicht, sondern sie werden alles dafür tun, um möglichst eine Eskalation herzustellen, wo es heißt, also wenn du jetzt nicht zur Waffe greifst, bist du unpatriotisch. Das werden genau die tun, bei denen du bisher verdächtig warst, weil du Patriotismus das Wort überhaupt kanntest. Deswegen noch einmal, natürlich braucht man einen geistigen Überbau, für wen man das alles tut. Und ich mache es eben nicht, damit eine neue Regierung, ein neuer Konzern an den Start kommt, sondern ich möchte dafür, dass wir anfangen, bin dafür, dass wir uns als Menschheitsfamilie tatsächlich begreifen und feststellen, 99,99% aller Menschen auf diesem Planeten wollen nur eines, mit ihrer Familie in Frieden leben. Und das Problem. Und sind auch gut. Im tiefsten Herzen. Was wir haben, ist ein Verteilerschlüssel, der unfair ist. Bei Wissen, bei Materie, bei all dem. Und diejenigen, die diesen Verteilerschlüssel initiiert haben, dass es überhaupt ungerecht wurde, die also den Spaltpilz in die Gesellschaft gebracht haben als Machtinstrument, haben kein Interesse daran, das aufzulösen. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass ein Volk einem anderen Volk den Krieg erklärt hat. Das sind Machteliten, die über ihre Regierungen uns erklären lassen, das ist in unserem Interesse. Ist so. Und deswegen einfach sagen, es ist nicht in meinem Interesse. Und wir haben gelernt, das ist die Geschichte, die deutsche Geschichte, wir werden mit anderen Völkern reden. Und zwar vor allem, wenn deren Herrscher, Oligarchen, Philanthropen komisch sind. Das ist wie, wenn du siehst, da ist ein Schüler, der hat sich bewaffnet und hat droht mit Amoklauf, hat sich in der Schule eingeschlossen. Da wirst du doch nicht zur Polizei sagen, wirf mal eine Handgranate. Das wirst du nicht tun. Du wirst sagen, du musst mit dieser Person verhandeln, weil sonst sterben die Kinder. Und das ist die Situation, die im Kleinen gilt, aber im Großen gilt die eben nicht. Jemand, der so etwas macht, der lebt davon, dass wir so naiv sind, dass wir das Spiel nicht durchschauen. Und das ist ein Angebot des Psychopathen sind es. Bösen. Okay? Facts. Und da sage ich eben, die Nummer ist zu oft aufgeführt. Nein. Und ich glaube daran, dass die Menschen jetzt verstanden haben, dass das eine Verarschung ist und dass sie nicht mitmachen sollten. Weil die Menschen halt, ne? Einige, ja. Die meisten nicht. Sorry, Digga, wenn ich das so ehrlich sagen muss, aber ich weiß, es ist halt einfach so. Es haben viel, also es gibt einige, die da aufgewacht sind und einige haben es auch verstanden. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr und das ist auch gut so. Aber man muss trotzdem realistisch bleiben, so weißt du? Die meisten haben es immer noch nicht gecheckt. Ohne unsere Bereitschaft ist dieser Krieg nicht zu führen. Geil, hat er recht, hundertprozentig. Ich überlege gerade, ich glaube, ich gucke nicht zu Ende, Freunde. Geht noch 16 Minuten, ich glaube, wir teilen das auf. So, auf entspannt. Ich will noch ins Gym gehen. Leute, ich liebe euch. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Schreibt mir auch rein, ob ihr wollt, dass ich das Video zu Ende gucke. Danke fürs Einschalten. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out.